Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Anker und Mehr, bei Claudia und Robert. Ich befinde mich heute, wie man sieht, unschwer sieht, bei der Firma Aker. Es ist in der Nähe von Nürnberg und wir kriegen heute eine schöne Begehung, also eine sogenannte Roomtour, wie man auch immer das bezeichnen mag. Ja, der Patrick wartet schon auf uns und ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit mir. Wir haben heute ein Riesenglück. Tatsächlich, wir hatten gestern 35 Grad. Heute haben wir nur 18, es hat ein bisschen geregnet. Ja, und deswegen können wir viel lockerer drehen als bei 35 Grad. Also kommt mal rein. Der Patrick wartet schon. So, da ist er. So, grüß dich. Grüß dich, Patrick. Hallo, hi. Grüß dich. Hallo, Claudia. Hallo. Ich habe gerade gesagt, wir hatten gestern tatsächlich, als wir hergefahren sind, habt ihr gesagt, passt auf, es gibt ein Unwetter. Ja. Das gab es auch. Zum Glück ist es nicht so schlimm ausgefallen. Also die Firma Aker steht noch. Ja, wir haben noch was zum Zeigen dagelassen. es war echt schlimm gemeldet. Ja. Es war jetzt auch ein bisschen was los. Es hat gehagelt, glaube ich, bei bestimmt 20 Minuten. Aber zum Glück nicht so doll, dass das Auto kaputt ist. Nein, alles noch zeigenswert. Anders wie bei uns in Kassel, da ist alles kaputt gegangen. Ja. Aber deswegen sind wir natürlich nicht hier. Wir sind hier. Die Firma Aker hat sich in den letzten Jahren, finde ich, ziemlich stark entwickelt. Denken wir nur an eure damalige Riffkeramik, die ist ja sehr gebräuchlich bekannt ist. Letztes Jahr euer Coup mit der MyAqua 1900. Mhm. Also eine wirklich exorbitant gute Osmoseanlage, was Danke. Leistung und auch das Design angeht. Halt einfach so sagen, die ist halt endlich mal verpackt und zu und nicht offen. Aber letzten Endes ist das tatsächlich ein Ding gewesen, was ja auch im Netz sehr schnell aufgegriffen wurde. Und mittlerweile, wenn einer fragt, welche Osmoseanlage nehme ich, kommt eigentlich immer diese Empfehlung. Richtig, die ist mittlerweile weltweit bekannt. Also ja. wir hatten letzte Woche eine Anfrage aus Neuseeland. Das ist da. Also neuen Kunden, genau. Ich habe übrigens auch einen Artikel über diese Anlage gemacht, weil ich wollte jetzt nicht noch als Vierter ein Video über die Leistung machen. Aber ich habe zumindest gemacht, weil wir tatsächlich Osmosewasser trinken. Du hast das aus einer anderen Sichtweise nochmal beleuchtet. Richtig, ich habe jetzt das aus einer anderen Sichtweise gemacht. Ich bin aber so angegangen worden auf Facebook mit dem Thema, dass man Osmosewasser trinken kann, dass ich jetzt versucht habe, einen Artikel zu machen. Ich bin noch nicht ganz glücklich, weil das schwer zu beleuchten ist, das Thema. Aber tatsächlich, wir trinken seit ungefähr 2018 viel Osmosewasser. Nicht Reinstwasser, Osmosewasser, das ist der Riesenunterschied. Wie gesagt, es kommt irgendwann ein Artikel dazu und dann könnt ihr da ein bisschen mehr darüber erfahren. Sicher, also freuen wir uns auch schon drauf. Es ist ein interessantes Feld. Also wir merken es auch, das ist nicht nur Aquaristik. Also nein, also man muss ja mal gewahr werden lassen, dass Osmoseanlagen nicht für die Aquaristik entwickelt wurden, sondern in Italien und Spanien sehr häufig auch so da zum ist Einsatz das kommen. Gang und gäbe, ja. Ohne Aquarium. Aber das ist jetzt schon wieder viel zu lang gequatscht. Wir versuchen das Video natürlich nicht ewig werden zu lassen. Aber was mich jetzt interessiert, da geht es in eure Grafikabteilung. Dürfen wir da mal reingucken? Das wäre Station 1. Ja, können wir gleich mal reingehen. Ist, denke ich, für die Zuschauer gerade im Social Media interessant. Ich glaube, was bei euch interessant ist, lass uns mal gehen, wenn wir können. Grafik, Social Media, sagst du. Zunächst mal würde ich sagen, wir sagen mal Hallo, wenn wir hier schon reinschneiden und die Mitarbeiter bei der Arbeit stören. Genau, wir haben einmal die Carina. Und wir haben den André. Genau. Das ist unser Grafikteam. Und ich bin dann die Schnittstelle zum Vertrieb. Also ich
sag ihnen quasi, was wir uns da oben ausgedacht haben, Schönes. Und die zwei dürfen es dann umsetzen. Das klappt eigentlich auch in der Regel sehr, sehr gut. Ihr habt einen riesen Vorteil. Nicht nur, dass ihr Grafik eigen machen könnt, also Etiketten und 3D-Modelle, oder ihr macht ja auch Videos. Wir werden gleich noch einen Blick auf einen Teil eurer Technik werfen. Einfach damit man es auch sieht, dass ihr wahrscheinlich besser ausgestattet seid als wir, die viel drehen. Aber was mir bei euch immer wieder auffällt, ist tatsächlich der Punkt, egal was man bei euch fragt, egal ob auf Facebook, auf WhatsApp, auf diesen allen Kanälen, die ihr habt, du kriegst innerhalb einer sehr kurzen Zeit eine Antwort. Ja. Wer hatte die Idee dazu? Ach, das war eine, wie eigentlich alles bei AK, das ist immer eine Gemeinschaftssache. Ja. Das ist das Schöne eigentlich bei der Firma AK. Hier gibt es natürlich eine Hierarchie. Aber es wird jeder mitgenommen, also da kann jeder seine Meinung sagen. Und das war eigentlich uns allen klar, dass wir das so haben möchten. Fragen müssen beantwortet werden. Ja. Weißt du selber in der Aquaristik, da wenn du Freitag ein Problem hast, kann es Montag halt zu spät sein. Ja. Deswegen sagen wir auch am Sonntag oder was, wenn uns jemand eine Frage stellt, dann kriegt der eine Antwort und auch relativ schnell. Wir haben natürlich ein eigenes Team dafür mittlerweile. Mhm. Weil das merkst du dann relativ schnell, was das für ein Aufwand ist. Also wenn du mal anfängst, dass alle Mitarbeiter auf ihr Handy gucken, das lässt du irgendwann, dann fängst du an, dann ein Social-Media-Team dir einzustellen. Haben wir natürlich auch, aber es ist wichtig, wir sind da auf allen Kanälen verfügbar. Also fast 24/7. Also ich würde es als vielleicht 23/7 bezeichnen, aber es ist eigentlich, du kriegst eigentlich auch am Sonntagabend eine Antwort, weil es einfach wichtig ist. Ich wollte gerade sagen, es muss jetzt nicht jeder auf die Idee kommen, nachts um zwei eine Frage oder das auszutesten. Das wäre natürlich auch ganz fies. Das empfehlen wir jetzt hier gerade mal nicht, weil sonst habe ich ein Problem mit unseren Social-Media-Mitarbeitern. Die wussten ja einen. Aber ihr könnt, also wenn es ganz dringend ist, dann macht es. Ja. Ihr kriegt auch eine Antwort, weil wir sagen halt, du kannst nicht immer nur ein Produkt auf den Markt bringen und sagen, viel Glück, kaufen, möglichst viel davon, sondern du musst da auch irgendwie eine Leistung dazu bieten. Das ist immer geben und nehmen, also ist uns halt wichtig und wir sehen das als selbstverständlich. Ich merke es am Telefon, wenn man mal jemanden dran hat, ruft auch mal Endkunde an, wie erstaunt die meisten sind. Sie nehmen sich da jetzt Zeit für mich und also ja, sie kaufen ja auch unser Produkt. Also. Ich habe das selbst schon genutzt. Ich habe ja auch die MyAqua 1900 und da war, ich hatte noch ein Vorserien, also nicht ein Vorseriengerät, sondern eins der ersten, da war der Adapter nicht der richtige für den Anschluss an den oberen Wasserhahn. Genau, wir haben diesen Adapter nochmal. Da ist mir auch sehr, sehr schnell geholfen worden. Wir haben den Adapter nochmal gewechselt, genau, da haben wir auch mal kommuniziert alle. Ja. Jetzt guck mal, hinter der Kamera ist die eure, hinter der unteren Kamera sind die anderen Kameras. Aber was mich viel mehr interessiert, da steht ein CO2-Zylinder. Warum steht der neben der Kamera? Der steht jetzt gerade da, weil er abgefilmt wurde und als Messobjekt, sagen wir mal, für 3D-Modell. Eins unserer aktuellsten Produkte aus dem Bereich Süßwasser hauptsächlich. Ja. Ein Do-It-Yourself CO2-System. Okay, das was aber kein Bio-CO2 ist. Das ist ein Unterscheider. Es gibt ja Systeme, wo man sich zu Hause CO2 herstellen kann. Ja. Auf biologische Weise, wir haben es auf chemische Weise. Dadurch hast du eine sofortige Reaktion und danach einfach eine ganz normale, wie eine normale CO2-Flasche. Hast aber den Vorteil, du musst nicht deine Flasche rumschleppen, auffüllen lassen. Der Händler hat den Vorteil, er darf es versenden, kein Gefahrgut, war ja nicht gefüllt. Das ist eines unserer letzten Produkte. Und da müssen wir natürlich auch für Social Media, Fotos, Video, Werbung, alles Mögliche machen, genau. Dürfen wir beim Andreas mal um die Schulter gucken. Bestimmt. Weil ich finde, das ist ja das Spannende. Also die Leute denken ja immer, wir können sowas gut. Wir können vielleicht gut reden. Ich, Claudia, kann gut InDesign, Texte und Bilder setzen. Aber diese Bilder zu erstellen oder 3D-Modelle zu erstellen, das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist schon eine Kunst. Ich glaube, der Andreas macht das gerade. Erzählst du uns mal, was du gerade machst? Das ist ein Beispiel für den CO2-Zylinder, also für die Verpackung, wenn wir ein Bild brauchen. Dann ist es ein 3D-Modell, also der ist nicht echt, weil diese ganzen Spiegelungen und das ist zum Fotografieren, da ist man Stunden beschäftigt, Tage. Ja, und hier in dem 3D-Modell kann ich dann einfach hingehen, kann näher ran, kann es drehen, kann sagen, was weiß ich, ich brauche jetzt hier den Grundkörper nicht, will das Innenleben sehen und dann kann ich mir das eben wie hier rechts dann rausziehen und bearbeiten und dann geht es weiter an die Carina und die macht dann eine schöne Verpackung draus, ne, und Social Media Posts. Genau. Ja, wir stellen ja auch natürlich die Bilder zur Verfügung für unsere Kunden, die gibt etliche, die eine Website und einen Online-Shop zusätzlich vielleicht haben. Und da ist uns, der Klassiker dann, und uns ist halt einfach wichtig, dass wir sagen, unsere Website muss sauber sein, aber auch natürlich, wie die Produkte am Markt präsentiert sind, ist uns auch wichtig, dass jeder Kunde halt ein ordentliches Bild bekommt. Also man merkt bei euch tatsächlich auch ein ganz interessantes Corporate Design, also immer wie auch immer man es bezeichnen will, also das ist bei immer eigentlich immer relativ Genau, es gibt Eckpunkte, die immer gleich sind, die Schriftarten. Genau, man weiß anhand dessen, dass das auch sofort, wenn ich dann ein blauer
ein blaues Teil sehe mit einem weißen Rahmen, ja, das ist von Acker. Das ist der Sinn dahinter. Man muss natürlich immer im Kopf haben, was ist immer gleich. Mhm. Aber das haben die zwei hier, denke ich, ganz gut im Griff. Na super. Genau. Vielen Dank, dass wir gucken durften. Gut. Ja, wir sind eine Tür weitergegangen. Also hier sind wir jetzt mal in den Räumen, die für die Mitarbeiter quasi sind, aus dem Lagerbereich. Küche, Umkleiden, Sozialräume, Toiletten, diese ganzen Geschichten, genau. Und dann hätte ich gesagt, der erste interessante Punkt kommt nach der Tür, Riffkeramikproduktion. Unbedingt. Kennt ja auch jeder von uns, kommt mal mit. Die ist bekannt, würde ich auch sagen, diese unterschiedlichen Modelle, die es da so gibt. Genau. Sind da schon fertige, ja? Das ist schon das erste Lagermaterial, genau, quasi was jetzt kommissioniert wird, was an die Kunden rausgeht, wird dann hier rausgebracht. Und Riffkeramikproduktion findet ihr quasi hier. Das hat sich doch über die Jahre mit Sicherheit auch verändert. Das hat sich massiv verändert, ja. Bitte schön, da reinspaziert. Dass die Design wahrscheinlich der Säulen und der einzelnen Keramiken betrifft. Also wir arbeiten ja heute anders wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren waren das ja eher so Steinwände, die in der Aquaristik Verwendung fanden. Ja. Heute versucht man das ja sehr viel offener zu machen. Und halt auch viel mehr Plätze für Korallen zu schaffen. Ne? Ja, es muss halt, also die Geschmäcker haben sich schon in den letzten Jahren, würde ich sagen, verändert. Was zurzeit total der Renner ist, sind immer so Aststrukturen. Also alles, was so hängt oder irgendwo filigran eine Überhänge macht. Genau, das ist jetzt ein Riffplateau, auf dem man dann auch noch aufbauen kann. Also du baust ja immer hier mit diesen Sachen. Was hat der Vorteil der Riffkeramik ist? Und das ist ganz wichtig. Du hast eine, wie du es auch merkst, wenn du es anfasst, eine sehr poröse Struktur. Mhm. Heißt für nützliche Bakterien die ideale Siedlungsfläche. Du weißt, dass du nichts Negatives reinbringst ins Becken. Ja. Ist halt einfach ein anderer Weg. Eine Alternative zum Lebendgestein, weil du dann einfach sozusagen selber bestimmen kannst, was du in dein Becken reinbringst. Ist das eine Auftragsarbeit? Nee, das war mal eine Sonderanfertigung. Die wir mal für eine Messe gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, ja, so unheimlich viel Abstellflächen für Korallen und auch kleinste Korallen. Eine Riesenhöhle für Fische unten drunter. Genau. Wir wissen ja immer, oft bei unseren sehr, sehr filigranen Bauten bleibt natürlich immer so die Fischhöhlen eigentlich auf dem Weg. Ja, wobei wir haben ja extra auch Höhlen im Programm mit. Aber du baust, man muss sich ja wirklich so vorstellen, du stellst dir jetzt nicht zwei Säulen nebeneinander, sondern du machst dann wieder Überhänge, du machst Plateaus. Ja. Also da sollte man schon drauf gucken, dass man da auch genügend Versteckmöglichkeiten mit drin hat. Ja, aber Riffkeramik ist ein riesen Part von uns, verschiffen wir mittlerweile weltweit, weil wir einfach auch darauf Wert legen. Und das ist ganz wichtig bei so einer Geschichte, weil weißt du selber, wenn du dir was Negatives ins Becken bringst, das hängt dir meistens nach. Ja. Wir gucken drauf, dass wir wirklich rein natürliche Inhaltsstoffe haben. Du hast quasi immer eine Keramikmasse und in die Keramikmasse muss irgendwas rein. Ich nehme an, hier ist der... Da ist, ich weiß nicht, ob noch was drin ist. Das Grundkonstrukt produziert? Nee, nachdem wir heute mal pausiert haben, damit auch gefilmt werden kann und alles. Aber normalerweise wird es hier angemischt. Da hast du, wie gesagt, eine Keramikmasse und musst aber dieser Keramikmasse was beifügen, was verbrennt und diese schöne Struktur hinterlässt. Ja. Und da, ich sag's mal salopp, da könntest du ja alles reintun, weil Verbrennen tut vieles. Aber wir haben halt was rein Natürliches, was dir auch keine Schadstoffe hinterlässt und gar nichts hinterlässt. Einfach weg ist dann. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst hast du nämlich quasi mit dem Grundbaustein ja schon ein Problem. Und das ist halt hier eine saubere Geschichte. Stimmt. Ja. Das hört man von manch anderen, dass eben über die Jahre auch immer wieder mal ein Problem war. Bei euch habe ich das noch nie gehört. Die Keramik hatte lange... Das hat was mit dem Brennvorgang auch zu tun. Ja, und die Keramik hatte echt ganz am Anfang, so sagen wir mal vor 7-8 Jahren, einen anderen Ruf. Weil man dann war es schwer, den aufzubauen, aber über Vertrauen und weil man halt merkt, das funktioniert. Da glaube ich, ist die Keramik mittlerweile sehr beliebt am Markt. Also genug schöne Beispiele und Becken, die man sieht, wo man weiß, dass das wirklich gut funktioniert. Ich persönlich finde immer, das Schlimmste für einen, nicht jeder kann einen guten Steinaufbau machen. Nicht jeder will es selber machen. Richtig. Hier hat man halt die Möglichkeit, entweder lasse ich mir was fertigen, wo ich sage, ich brauche eine Säule, ich brauche einen Überhang, ich brauche eine Höhle für Fische und dann wieder einen Aufbau. Ich kann das machen lassen. Das ist natürlich einfacher, als wenn du dir einzelne Steine holst. Die habt ihr nämlich auch. Sind auch sehr beliebt. Richtig. Da muss man aber selber tätig werden. Ja, also du musst einfach Alternativen bieten. Ja. Weil Geschmäcker sind verschieden und wir bieten halt dann bis auf das Lebendgestein eigentlich alles an. Wir haben ein Aragonitgestein mit den My Reef Rocks, wo du dir quasi
aus einem fossilen Riff, das nicht im Meer ist, also wird dem Meer kein Schaden zugefügt, sondern wird an Land abgebaut, kannst du dir Steinaufbauten bauen oder halt Riffkeramik und, oder stimmt. kombinierst auch. Und bei Riffkeramik ist halt wirklich so, du kannst auch eine Zeichnung schicken und dann wird es halt gebaut. Wird's gebaut. Ja, das ist halt das Schöne dran. Coole Sache. Genau. Ja, hätte ich gesagt, schauen wir weiter. Können wir machen. Gehen wir ins Lager? Absolut. Okay, dann komm mit. So, wir sind jetzt im Hauptlager angekommen. Jawohl. Wie du sagst, das sehen wir hinter uns, da geht's lang. Genau. Was sehen wir denn hier? Hier sind im Prinzip eure ganzen Produkte und die werden hier verpackt? Ja, also hier haben wir den ersten Teil, einen kleinen Teil unserer Labelsammlung, möchte ich es mal nennen, und eine erste Labelmaschine. Okay. Und hier werden quasi Produkte vorbereitet dann, dass sie in den Versand gehen können. Ja. Geht natürlich was mittlerweile. Sehen wir hier jetzt gerade Kleber? Hier Kleber, hier auch gleich, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Wir haben ja nicht nur Aquaristik. Also hier gehen wir auch mal in die Haushaltsgeschichte, wo man sagt, man hat einen Sekundenkleber noch. Ja. Kraftprotz. Der Kraftprotz, genau. Das ist toll. Ein bisschen was vom Namen her was einfallen lassen. Ja, und wie gesagt, hier wird die Vorbereitung sozusagen gemacht, eingepackt dann. Genau, ja. Und im nächsten Step seht ihr dann die Kommissionierstation, möchte ich es nennen, ja. Wo das super. Dann zusammengestellt wird. Ja, es spart halt ein bisschen Arbeit, ne? Also wenn man Maschinen hat, die das dann erledigen. Ja, also du musst, wenn du eine gewisse Größenordnung hast, dann musst du das Ganze mit Maschinen machen, natürlich nicht nur Maschinen. Also der Mensch ist da schon wichtig, die Maschine allein kann da nichts ausrichten, aber du musst es irgendwie teilautomatisiert machen. Sonst kommst du bei den Massen einfach auch nicht mehr hinterher. Ja, das stimmt. Apropos Menschen, wie viele Leute arbeiten jetzt bei AKA? Also es werden eigentlich ständig mehr. Ich glaube, wir gehen jetzt so ziemlich auf die 30 dann zu. 30 also die knacken wir jetzt dann bald. Ja. Ist ja schön, dass bei uns immer mehr wird, nicht weniger. Das ist auch für mich gut. Das ist richtig. Ja, ihr habt euch ja ganz gut, glaube ich, gehen wir einfach mal weiter und gucken mal hier über die Schulter. Lass uns mal ums Eck schauen, wo dann die Ware liegt. Ihr habt euch ja tatsächlich breiter aufgestellt, also macht nicht nur Aquaristik-Dinge, sondern ich sage nur jetzt mal das Pipi weg. Also ihr geht Hund und Katze jetzt auch außerhalb überhaupt der Tierhaltung. Richtig, weil wir einfach, also jetzt nicht so, dass wir sagen, Mensch, einfach mal eine neue Sparte und da überlegen wir uns jetzt natürlich auch neue Produkte. Aber es hat sich eigentlich immer alles ergeben, weil man sagt, wenn ich doch auf dem Sektor zum Beispiel Bakterien gut bin und Alleinstellungsmerkmale vielleicht auch habe, warum soll ich den nicht auch nutzen für weitere Produkte? Das ist richtig. Also lasse ich doch auch meinen Hund oder Katze. Wir haben alle hier Hunde, auch teilweise dabei. Davon profitieren. Wir haben einfach Produkte, die das können. Ja. Also kann ich doch die biologische Variante auch quasi für den Haushalt oder für weitere Tiere bringen. Ne? Also das ist. Ich gebe dir vollkommen recht, weil du gerade sagst, Bakterien. Ihr habt damit, glaube ich, angefangen, ne? Ja, das also ist so. Mit dem Special Blend und Night Out dabei. Das würde ich jetzt mal als den Kern unserer Produkte beschreiben. Also Special Blend Night Out kennt jeder. Ja. Das ist so die Basis. Das war der Anfang. Ja, die Anfänge, aber ist auch mittlerweile immer noch bei den Top-Produkten mit dabei. Ne? Das ist, wir haben da ja mal einen Artikel, jemand hat einen Artikel geschrieben über diese Produkte. Mhm. Ich glaube, das war der Sudat, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist ein Artikel, der hat heute über 180.000 Abrufe. Es ist also ein interessantes Thema. Die Nitrifizierung und Denitrifizierung halt immer, es wird immer ein Thema bleiben in der Aquaristik. Genau. Und da habt ihr damals mit den Produkten ja auch ziemlich reingegangen. Ja, ich sag mal so, diese Bakteriengeschichte ist halt so das, was so unser, wo wir auch Alleinstellungsmerkmale bei den Produkten haben. Und ich sag mal, das ist einfach ein Weg, den wir den Leuten anbieten möchten. Ein Becken zum Beispiel vom Start bis über die normale Pflege mit Bakterien zu versorgen. Auch in Kombi mit der Riffkeramik ja auch eine gute Geschichte, weil du dann wirklich sagen kannst, was habe ich mir gerade ins Becken getan. Ist einfach eine Alternative, die aber wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Wie lange seid ihr eigentlich jetzt hier an dem Standort? Ihr seid zwischendurch mal umgezogen. Wir sind mal einen Ort weitergezogen. Lass uns mal durchgehen in der Zwischenzeit. Gerne. Also wir sind Ostern 2018 hier eingezogen. Also vor nicht mal ganz, 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre, genau. Und wie war das vor 5 Jahren?
Vor 5 Jahren war es relativ leer noch, weil wir natürlich auch großzügig gebaut haben und gedacht haben, jo, passt jetzt erstmal. Sagen wir mal so, vor 4 Jahren war dann die erste Frage, wo stellen wir denn was hin? Also es geht relativ schnell und wir sind jetzt auch schon in der Planungsphase oder quasi auch schon ein bisschen weiter, dass wir noch weiter anbauen. Haben wir zum Glück noch ein bisschen Platz. Ja, ihr habt auch ein Zelt da stehen? Wir haben aktuell zum Übergang für manche Sachen, die du auch mal rausstellen kannst, noch ein Lagerzelt mit aufgestellt, also weil jetzt quasi gerade der Bauabschnitt läuft. Du sagst, jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt zeigen wir zum ersten Mal auch was von der Produktion. Ja. Wir haben in den letzten 2 Jahren, möchte ich sagen, wirklich wahrscheinlich über 90% der Microbliff-Produktion aus USA zu uns hier geholt. Macht ja auch wesentlich mehr Sinn. Ja. Ne, weißt du selber, also das Zeug muss erstmal nicht versendet werden mehr. Man kann auch flexibler reagieren. Und das haben wir bislang eigentlich noch nie Einblick gewährt, aber ihr seid die Ersten. Ne? Wenn hoher Besuch kommt, dann darf der es auch sehen. Abgesehen davon, wir können ja schon mal loslaufen. Ja, es ist ja unbestreitbar, dass die Produktion in der eigenen Hand natürlich einen riesen Vorteil bietet. Also ist so, ihr habt wahrscheinlich keine Abhängigkeit von langwierigen Lieferketten. Wir haben bei den Produkten, die wir jetzt selber hier herstellen, also die Microbliff-Produkte in der Hauptsache, sind wir, denke ich mal, bei fast 100%, die wir wirklich hier mittlerweile herstellen. Also nicht mehr in Amerika. Nicht mehr in Amerika. Da drüben ist natürlich auch noch eine Produktion, ganz klar. Aber es macht einfach wesentlich mehr Sinn, ist auch umweltschonender. Ja, in dem Gedanken allein schon her, du bist flexibler. Und deswegen haben wir halt viel an unseren Standort nach Deutschland hier verlagert. Ja, es ist ja auch so, dass Firmen, finde ich, auch mitdenken müssen. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man letzten Endes alles aus China holt. Es ist ja jetzt nicht nachteilig, in China zu produzieren, aber wenn sowas passiert, wie es jetzt passiert ist, hat man halt auf einmal Pech, wenn das nicht mehr geliefert wird, weil es auseinandergeraten ist. Ja, du weißt selber, wenn da irgendwelche Krisen kommen, Versandzeiträume können auch mal explodieren. Ja. Also auch wir haben natürlich Produktionspartner, dass wir zum Beispiel mit unserer Osmoselage uns eine Produktion gesucht haben, die darauf spezialisiert ist, ein Werk haben, mit denen zusammenarbeiten. Aber dann bist du halt schon wieder so, dass du sagst, du musst es mit einplanen. Ja, klar. Du musst Lieferzeiten, die sich auch mal verlängern können, einplanen. Ja, aber das spielt sich auch alles ein. Genau. Vermute. Das sind die heiligen Hallen. Genau, hier haben wir nochmal unser Label-Lager. Wir dürfen gucken. Ihr seid die Ersten, die eingeladen sind und gucken dürfen. Genau. Wir haben hier einen Teil, den man jetzt sieht, der Produktion. Wir haben eine Futterabfüllung, auch hier, auch biozertifiziert mittlerweile. Okay. Diese ganzen Geschichten gemacht, da können wir gerade nicht rein, weil da dürfen wirklich nur spezielle Mitarbeiter rein, die dann mit... Zulassung. Ja, da geht es um Hygienevorschriften, diese ganzen Geschichten. Da kann ich auch nicht einfach jetzt reinmarschieren. Schade, ich hätte gerne so ein Häubchen gehabt und so einen Anzug. Also wir haben wahrscheinlich alle heute Zähne geputzt und geduscht, aber das reicht nicht aus, um da rein zu dürfen. Da musst du wirklich. Aber biozertifiziert heißt, es ist das, was momentan am höchsten ist, was die Inhaltsstoffe dieses Futters betrifft. Genau, wir dürfen quasi Futter mit biozertifizierten Inhaltsstoffen verkaufen, genau. Übrigens schon zur Info, es könnte laut sein an manchen Stellen, bitte entschuldigt das. Es wird gearbeitet, ja. Ja, ja. Kommt mit rein, wir halten mal auf. Genau, also wie gesagt, das ist ein kleiner Teil unserer Produktion, den wir jetzt mal einen ersten Einblick mit zeigen wollen. Einfach mal mit durchgehen. Gut. Du hast quasi im ersten Raum deine ganzen Sachen, wo du sagst Rohstoffe. Es muss ja auch gemischt werden erstmal. Ja. Unsere Produkte werden ja auch quasi, haben ja eine Rezeptur, eine Formulierung. Das heißt, du hast einen Raum, wo alles angemischt wird, wo du deine Qualitätskontrollen mitmachen musst, wo du deine Giftschränke hast, wo du die Rohstoffe lagerst und solche Geschichten. Ne? Mhm. Das ist ja alles wirklich nach Spielregeln und Zertifikaten und muss geprüft werden. Gerade wir Deutschen sind ja ein Synonym dafür, dass auch alles ganz strikt eingehalten wird. Genau, ne? Aber bei manchen Sachen ist es halt auch wichtig. Ne? Und das, damit auch gleichbleibende Qualität und alles herrscht. Ja, die Arca im Einsatz, natürlich, die MyAqua. Natürlich arbeiten auch wir mit unserer MyAqua, ja, klar. Alles zum Auswiegen und Messen? Ja, also es geht ja teilweise um wirklich kleinste Einheiten, die in der Rezeptur entscheidend sind. Und also das ist ein ganz wichtiger Part. Ist wie gesagt ein kleiner Teil der Produktion, den wir jetzt mal als ersten Filmteam weltweit euch den Einblick gewähren. Genau. Finde ich toll. Und wenn du dann dein Produkt abgefüllt hast oder fertig hast,
In großen Mengen muss es natürlich noch in die Verkaufseinheiten. Da könnt ihr gerne hier mal mitkommen. So, jetzt erzähl mal ein bisschen was zu eurer Apfelstraße. Ja, also wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt die Produktion in großen Teilen zu uns verlegt. Du brauchst natürlich immer noch Menschen dazu, was ja auch gut ist, dass es nicht total automatisch läuft. Und dann siehst du quasi, dass du Leerflaschen vorne einfüllst, hast eine Apfelstation, wo das eingebracht wird in die Flaschen, geht vollautomatisch weiter zu einer Deckelschließmaschine. Wir haben ja auch noch einen besonderen Deckel mit dem Sicherheitsverschluss, das noch kindersicher und alles ist. Versiegelt wird das Ganze noch und im letzten Schritt dann kommt ein MHD-Datum und eine Chargennummer mit drauf und kann dann quasi weiter verfrachtet werden zu der Labelanlage. Genau, und ich habe es geprüft. Also der Deckel ist wirklich fest. Der war fest? Ja. Also ich hätte nicht geglaubt, dass 4 Rollen das schaffen. Sehr gut, also gut, dann bist du für die Qualitätskontrolle ab sofort eingestellt. Genau, Acker-Qualitätsprüfer. Perfekt. Wunderbar. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist jetzt alles hierher verlegt worden und war jetzt mal ein kleiner Part davon, der mal zu sehen war, das erste Mal. Sehr schön. So, wir sind jetzt durch die Firma gegangen und haben uns möglichst viel hoffentlich angeschaut. Ihr habt noch sehr viel vor uns. Erstmal danke, Olli, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist sehr selten, deswegen super. Gerne. Danke. Ihr habt mir gerade gezeigt, dass ihr also tatsächlich noch sehr, sehr viel anbaut. Das läuft schon im Prinzip. Deswegen habt ihr das Zelt hier, um das möglich zu machen. Wir sind in der heutigen Zeit auch nicht mehr normal. Also seid ihr auch aus so einem Nischenhersteller Aquaristik auch ein bisschen entwachsen, ne? Ja, generell ist es so, wir haben ja viele Änderungen vorgenommen, dass wir zum Beispiel, ich würde sagen, 80% der Produkte mittlerweile bei uns produzieren. Dadurch hat man natürlich auch extreme Vorteile. Ihr habt es gesehen mit der Anlage. Diese Anlage kann ich natürlich dann auch vervielfältigen, für andere Produkte nehmen. Und dann ist man natürlich immer wieder einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, okay, wir sind ja auf dieser biologischen Schiene nach wie vor unterwegs. Dann hat man zum Beispiel so ein Produkt wie das Pipi-Bag gebracht, läuft genauso über die Anlagen. Und dann kommt natürlich die erste Zweckentfremdung. Auf einmal bist du nicht mehr in der Aquaristik nur noch tätig, sondern du bist im gesamten Haustierbereich. Dann kannst du natürlich weitergehen bis zum Haushaltsbereich etc. Und das hat sich bei mehreren Produkten einfach abgezeichnet, wo du immer wieder eine Abgrenzung vornehmen konntest. Und das macht man halt dann auch. Wenn ich die Kapazitäten habe, wenn ich die Produkte habe, die funktionieren, als Beispiel Pipi weg, wenn ich dadurch auch meinetwegen an biologischen biologischen Haushaltsreiniger habe, dann kann ich natürlich dieses Produkt auch auf den Markt bringen und. Gleiches Beispiel, wir haben uns darüber unterhalten mit dem Sekundenkleber. Ja. Du musst natürlich hingehen und musst sagen, okay, welche Vielfalt möchtest du präsentieren und dann entwickelst du dich auch weiter. Gerade in dieser etwas seltsamen Zeit. Das ist ein gutes Stichwort, seltsame Zeit. In den letzten 1,5 Jahren geht es preislich nur nach oben, du hast mir gerade gesagt. Ihr geht nach unten, erklär mir das bitte. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ja gut, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Dadurch, dass wir die Produkte natürlich jetzt hier am Standort produzieren, ist natürlich, wir haben geringere Kosten im Lieferverkehr. Wir haben geringere Kosten generell, wenn es um die Beschaffung der, ich sage jetzt mal, Flaschen, Etiketten etc. Es minimiert sich ja alles. Dadurch hat man natürlich einen deutlich höheren Output. Ja, man kann schneller produzieren, man produziert auf einmal günstiger, obwohl es made in Germany dann ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann habe ich natürlich ein größeres Gap. Und wenn ich jetzt in dieser Krisenzeit, es gibt einfach genügend Produkte, die immer teurer, immer teurer, immer teurer werden. Und das frisst natürlich den Geldbeutel der Leute auf. Und dann sind wir den Schritt gegangen und haben gesagt, okay, bevor das Hobby natürlich weiter stirbt oder nicht stirbt, aber verkleinert, muss man natürlich hingehen und sagen, okay, wenn ein Kunde ein Special Blend, ein Night Out von uns permanent kauft und wir sagen, er braucht davon 5-6 Flaschen im Jahr und auf einmal können wir das Produkt nicht mehr für 24,90, sondern auf einmal für 14,90 Euro anbieten,
dann gebe ich dem Kunden natürlich auch einen gewissen Mehrwert mit. Unterm Strich haben wir aber Arbeitsplätze hier in Deutschland geschaffen und können im Endeffekt trotzdem auf dasselbe Niveau wie vorher gehen. Ja. Das ist halt der riesige Vorteil. Und deswegen haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt zusehen, wie man immer mehr, sagen wir mal, Kosten produziert, in wie gesagt, Strom, es sind ja so viele Faktoren, haben wir gesagt, dann gehen wir zumindest einen kleinen Schritt und reduzieren unsere Preise, um einfach an den Endkunden auch ein bisschen was zurückzugeben. Und dann haben beide Seiten, das ist eine Win-Win-Situation. Ja, das absolut. Muss man also sagen. Ja, kann man gar nicht besser sagen. Also das ist halt, wie gesagt, sobald man ein Produkt in die Massenproduktion legt, gehen halt die Preise nach unten. Das ist ein ganz normaler Schritt und das stecken wir uns nicht ein. Wir erinnern uns alle vor 2 Jahren während Corona, auf einmal sind die, das bekommen ja viele überhaupt nicht mit, dann sind auf einmal die Preise der Container von 2.000, 3.000 Euro auf 15.000 Euro gestiegen. Teilweise sogar noch mehr. Teilweise sogar mehr. Wir mussten trotzdem natürlich das bezahlen. Und dann sind natürlich auf einmal vehement die Preise wieder gesunken. Also wirklich rapide nach unten. Und all diese Preiserhöhungen, die dann ja nur noch jetzt fiktiv da sind, die muss man halt dem Kunden auch wieder wegnehmen. Dann muss man ihm halt auch wieder das Geld zurückgeben und einfach sagen, hey, schön, die Zeit ist jetzt vorbei, die Preise sind wieder unten, dann gebe ich das dem Kunden natürlich auch weiter. Und das ist halt der große Unterschied. Andere stecken sich das ein, soll jeder machen, wie er möchte. Wir möchten halt Aquaristik nach wie vor bezahlbar machen. Ich glaube, das spricht sich dann auch ganz schnell rum, wenn die Preise eben entsprechend angepasst nach unten gehen. Die Leute achten da schon drauf, glaube ich doch. Ich denke. Darfst du erzählen, was ihr demnächst so auf den Markt bringt? Was Sache ist, ich habe heute schon mal einen CO2-Zylinder gesehen, der ganz spannend war. Gut, der ist schon auf dem Markt. Gibt es was? Oder ist das alles noch Verschluss- und Geheimsache? Nein, das ist... Was kommt demnächst von euch? Wir machen ja generell eigentlich keine Geheimnisse mehr, aus was wir machen. Wir sind natürlich im Osmoseanlagensektor sehr, sehr erfolgreich mittlerweile. Ja. Das muss man halt so sagen. Dementsprechend werden wir im Osmoseanlagensektor einfach für die kleineren Aquarien auch nochmal eine Druckerhöhung-Anlage bringen. Also unter der 1900er mal Korrekt. Aqua kommt eine kleinere. Kommt eine kleinere, die natürlich auch bezahlbar ist. Das ist für uns immer die Qualität und der Preis muss passen, also wirklich im sehr, sehr bezahlbaren Rahmen. Es wird auch eine deutlich größere Anlage wie die 1900er geben, im 4000 Liter Bereich. Aber da geht es weniger darum, dass man 4000 Liter für große Aquarien in irgendeiner Form bedient, sondern da geht es wirklich darum, wie viel Liter ich auch pro Minute rausdrücke. Ja, weil, wie gesagt, 1900 Liter am Tag bei der aktuellen Mai Aqua, das ist alles schön und gut. Es geht aber um den Literbedarf, den ich ja pro Minute im Endeffekt habe. Und bei einer 4000 Liter Anlage habe ich natürlich einen deutlich höheren Output, einen doppelten. Also kriege ich irgendwo im Rahmen, ich sage jetzt mal so um die 2,6 bis 2,8 Liter in der Minute in meinen Eimer oder wo auch immer raus. Und das ist natürlich das, was die Leute wertschätzen, benötigen, natürlich im kleineren Stil. Also damit rundet sich das Osmose-Segment ab. Natürlich sind wir momentan sehr, sehr dabei, wie wir es eingangs ja auch schon gesagt hatten, viele Zweckentfremdungen, die wir in andere Märkte vornehmen. Es wird schon noch so einiges kommen. Wie gesagt, wir sind momentan wirklich so auf dem Bereich, dass wir uns etwas überall etablieren. Aber voller Fokus liegt jetzt erstmal darauf, das Osmose-Segment fertigzustellen und dass wir unsere Linie auch vollenden. Dass wir wirklich sagen, es wird jetzt morgen kein Aquarium von uns geben. Das ist mal Fakt. Es wird auch keinen Unterschrank geben oder irgendeinen Filter oder dergleichen. Wir runden jetzt erstmal so unsere Standardprodukte ab und wollen, wie gesagt, preislich den Kunden das Ganze attraktiv darstellen. Und dann wird man sich mehr und mehr darauf fokussieren, so ein Mainstream-Supplier, also so ein Allround-Ausstatter zu werden. Und das ist auch unsere Prämisse. Wie gesagt, es muss Preis-Leistung einfach passen. Cool. Ich nehme jetzt auf jeden Fall den Punkt der Osmoseanlage unterhalb der Mai Aqua mit. Also für unsere Zuseher da draußen, die sind natürlich meistens Meerwasser-Aquarianer. Und also kommt auch wieder eine spannende Geschichte auf uns zu. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Merci. Leute, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Für den einen oder anderen bestimmt hoffentlich und schnell. Nein, es ist einfach so, man kann
eine Firmenvorstellung ohne Aquarien und Fische immer ganz schwierig basteln. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich fand, es war ganz spannend, vor allen Dingen die Hintergründe der Preisreduktion, die Sache der neuen Produktion mehr in Deutschland anstatt im Ausland. Patrick, Olli, vielen Dank. Gerne. Auch immer natürlich gerne. An Christian, den haben wir jetzt gar nicht mehr mit drauf, aber wir haben gequatscht. Also Acker macht weiter so, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, danke, dass ihr da wart. Ihr seid natürlich jederzeit herzlich willkommen. Super. Und wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick geben in unser, ja, in unseren Firmenablauf und was hinter der hinter Arke hinter steckt, der Kulisse sozusagen. Steckt. Hinter genau. der Kulisse, genau. Ich wusste es noch nicht, deswegen mich hat's sehr, ich bin sehr angetan, hat mir sehr gefallen. Und ich sehe, dass ihr eine sehr gute Entwicklung habt, das finde ich toll. Dankeschön.